Jeder von euch hat diesen einen Freund, der denkt, er könnte boxen. Nur weil er ein bisschen pumpen geht, denkt er, er könnte kämpfen und Leute irgendwie beeindrucken, wenn man im Fitnessstudio ein bisschen Schattenboxen macht. Und dann betritt man zum ersten Mal als Pumper eine Kampfsportschule. Dein Selbstvertrauen kippt, auf einmal hast du Schulterprobleme und dann merkst du, Scheiße, warum bin ich Schwergewicht? Muss ich jetzt wirklich gegen diesen Zyklopen kämpfen? Du wirst auf jeden Fall in jeder Kampfsportschule einen übermotivierten Trainer finden. The world ain't no sunshine rainbows. It's a very mean and nasty place. And I don't care how soft you are, it will beat you to your knees and keep it up pretty. Was hat er gesagt? Regel Nummer 1, immer die Deckung hochhalten. Shame on you! You should never give up like Creed. He's fighting for life. And you're fighting a woman. Und Regel Nummer 2.